guten Morgen, gerade noch so. Ja, wie gesagt, wie er schon gesagt hat, ich mache einmal sehr gern Bash-Skripte, Shell-Skripte, das hat sich einfach so ergeben und bin aber auch viel Systemproblemen auf die Spur gekommen mit S-Trays und da hat sich dann immer noch herausgestellt, dass S-Trays auch ein ganz tolles Tool ist, was ich letztes Jahr vorgestellt, vor zwei Jahren vorgestellt habe, um mal überhaupt zu verstehen, wie die Shell funktioniert und auch das schön zeigen zu können, wie Shell funktioniert. Gestern hatte ich schon einen Workshop gemacht, weiß nicht, wer war am Workshop? Im Workshop halt wenig, waren mehr Leute wie hier. Und wenn man halt mit der Shell anfängt, da erzähle ich dir so ein bisschen die Shell-Einführung, was Wildcards sind und Gänsefüßchen und Quoting und sowas. Kann man immer viel erzählen, das muss man alles selber probiert und wirklich erlebt und ins Rückenmark gekriegt haben. Und damit es besser ins Rückenmark geht, geht es mir zumindest so, wenn ich wirklich was sehen und testen und messen kann. Und das S3 ist ein tolles Tool, um dann wirklich zu sehen, was passiert und eventuell dann auch beim Debuggen rauszufinden, was der aufruft. Wenn man mal sieht, oh, wie komisch das nächste Programm aufgerufen wird, dann versteht man auch, was man mit der Shell falsch gemacht hat. Ja, seit kurzem arbeite ich bei der Bosch und da die mir hier den Aufenthalt zahlen, eine Minute Werbung für Bosch SensorTech. Die machen ganz tolle Beschleunigungssensoren und so Zeugs, was ihr alle hoffentlich in euren Handys drin habt für Gyro, Magnet, keine Ahnung was. Und die machen auch noch andere Hardware, die nicht announced ist, die hoffentlich nächstes Jahr in euren Handys überall drin ist. So eine kleine Tochterfirma der Bosch, weil Bosch sonst ein bisschen Automotive-Elektronik macht und ganz viel Erfahrung mit MEMS, mit diesen mikromechanischen Sensoren hat. Und die gleiche Technologie eben auch im Kleinkram, in, keine Ahnung, wie Handy, Schnickschnack ist und demnächst mehr wie nur Sensoren. Ende der Werbung und ja. Und ich bin noch nicht dazugekommen, viel mehr Folien. Das ist meine erste Bosch-Folie gewesen. Das ist sehr frisch. Rest kommt dann mal. Zu mir noch kurz. Open Source mache ich schon ganz lang. Schon in der Schule haben wir Open Source gemacht. Da hieß es noch nicht so. Da konnten wir wenig Englisch. Aber die drei Gymnasien bei uns in der Straße haben alle das gekriegt, was wir bei uns in der Schule gemacht haben. Mein erstes Open Source-Tag an der Uni war dann schon Tech. Haben wir 86 angefangen zu implementieren und portieren. Hey, das war auch schon frei. Noch viel freier, man durfte alles damit machen. Mit einer so freien Lizenz, dass es bei Debian mal schwierig war. VMS war nicht so frei, aber war ein schönes Betriebssystem, das viel mehr konnte wie Unix und Linux heute. Aber so ganz langsam entwickelt sich das Linux auch dahin, was VMS damals schon konnte. Mit Clustern und anderen Sachen. Immer noch eine coole Sache. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich habe viel mit PCs zu tun gehabt und so Assembler-Kram und auch Hardware gespielt schon seit der Schulzeit. Und diese Intel-Prozessoren waren so gruselig mit ihren vier Registern. Und da war ich mal ganz froh, mit Intel nichts mehr zu tun zu haben, bis dieses blöde Linux kam. Da war endlich freie Unix-Quellen, und, aber da muss man halt wieder einen Intel-PC für haben und da habe ich es halt doch wieder angefangen. Und dann gab es da so Grafikkarten, die eben angeblich funktioniert haben. Da habe ich mal meine Grafikkarte für meinen Linux-PC gekauft und prompt tat die natürlich auch nicht. Dann schreibt man sich halt einen Grafikserver für, das habe ich dann auch relativ lang gemacht. So lange, bis ich dann also einfach von der Uni weg war und ein bisschen weniger Zeit hatte für so einen 8-Stunden freier Software-Job. Und habe dann bei S&C eben Bash-Skripte, S3s und vieles andere gemacht. Und jetzt seit kurzem bei der Bosch SensorTech mache ich Bash und S3s und andere Sachen für Hardware. Ja, warum das Ganze? Also dieser Teil des Vortrags ist mal initiiert mit dem lieben Kollegen bei S&C, wo wir abends mal noch einen Kernel-Treiber für irgendwas gebastelt haben. Und ich habe dann gesagt, irgendwie, ja, jetzt haben wir das Kernel-Modul gebaut, das hat alles toll getan, das Make hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du insmod.ko, damit es schnell geht. Und kam die Frage zurück, kann denn insmod Wildcards? Und dem werden wir jetzt heute nachgehen, ob Insmod Wildcards kann. Und dann ist sowas, was ich ganz oft so Echo, Gänsefüßchen, Hallo. Wofür braucht man denn diese Gänsefüßchen? Oder so Sachen, also soweit werden wir wahrscheinlich in der kurzen Zeit nicht kommen. Cut, irgendwie Dateiname, Pipe, Sort. So most useless use of Pipes and Cut und irgendwas. Einfach mit den S3s könnte man dann schön sehen, wie so eine Pipe aufgebaut wird, wenn das mehr ist. Man kann dann wirklich gucken, an welcher Stelle die Pipe kaputt geht. Aber das ist in der ersten Stunde S3s und Shell. Ich klebe hier fest. Moment. Weg. So. Und was macht denn fein Standpunkt C so alles Lustiges und Schönes? Da werden wir dann auf jeden Fall hinkommen. S-Trace habe ich vor zwei Jahren schon mal erzählt, ist einfach ein System-Call-Trace-Tool. Da werde ich gleich ein paar Beispiele für zeigen, wo man einfach sehen kann, welcher einzelne System-Call-Aufruf, Kernel-Aufruf einen Prozess macht. Und da sieht man also alle die Sachen, Datei öffnen, aus einer Datei was rauslesen und so Zeugs, den nächsten Prozess aufrufen. Und
da kann man schön zugucken, das macht man von außen auf den Prozess. Das heißt, man muss das Programm nicht für Debug übersetzen, kriegt relativ viel mit, was da so abläuft in Echtzeit, so schnell es halt geht mit dem Rechner. Und ist dafür ein relativ schönes Tool, einfach mal von außen drauf zu gucken, was macht mein Rechner, was macht mein Tool. Und immer dann, auch wenn irgendwas crasht, kann man einfach mal S3s Programm, dann sieht man, was so die letzten Aktionen waren. Und da kriegt man dann eine Idee für, eine von den letzten Aktionen kann das ja vielleicht ausgelöst haben. Das letzte File, das er geöffnet hat, ist ein Config-File des Schimmeliges und so Zeugs. Vor 2 Jahren, da gibt es auch ein schönes Paper zu. Das könnt ihr alles in dem Paper von vor 2 Jahren nachlesen. Die Doku ist ja in Unix so schön, gibt Man-Pages für alles, also wie S3s überhaupt geht, natürlich mein S3s. 10 von den 40 Optionen habe ich letztes Jahr erklärt, 2 davon verwende ich, glaube dieses Jahr wieder. Und das Systeminterface ist, das System Call, der das macht, ist ptrace, wenn sowas interessiert. Da kann man mal mein ptrace, kann man sich so ein S3 selber schreiben. Das ist das gleiche Kernel-Interface, mit dem auch der Debugger funktioniert. Mit dem kann ich, mit ptrace kann ich irgendeinen anderen Prozess kontrollieren, machen, tun. Und L3 ist noch so ein praktisches Tool für Library-3s, auch nicht Topic hier. So, da ist ein kleines bisschen Übungsschritte. Nachher geht es gleich ins Terminal, dann werde ich das alles vorturnen. Man kann einfach sagen, S3 ist irgendein Programm und gucken, was das so macht. Und dann sieht man, wie das durchblubbert. Das ist jetzt, glaube ich, die Folie, die ich nicht haben wollte. Das geht jetzt wirklich schon in die S3-Details rein, aber können wir einmal kurz lassen. Wäre eh die letzte Folie, wie komme ich hier zurück? Da. S3 ist irgendein Programm oder S3 ist minus, sieht man schon gar nicht. Wenn man viele Programme, viele HTTP-Teams hat, dann tut er die alle dreisten. Was da dahinter steht, S3 ist minus P-Prozess-ID, das ist das, was ich gleich, den Rest könnt ihr erstmal vergessen. Und ja, das waren die Folien, jetzt back to something completely different, die Praxis. Netz ist weg, okay, das brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Den brauchen wir gar nicht. Viel Platz. Wie ist das mit der Schriftgröße ganz hinten? Kann es irgendjemand nicht lesen? Kann mich jemand nicht verstehen? Okay. Die Organisatoren haben diesen Vortrag ganz bewusst vor die Mittagspause gelegt, dass auch wenn es schnell geht, ihr jederzeit raus dürft, auch schon vor der Mittagspause, ihr dürft auch die Mittagspause machen. Es kann passieren, dass ich ein bisschen überziehe. Aber ich nehme das niemand persönlich und ich bin auch nachher noch für Fragen da. Es gibt zu diesem Vortrag auch ein Paper, das noch nicht auf der Webseite ist, aber das ich schon mal geschrieben habe, wo man dann irgendwelche Prosa zu diesem Thema durchlesen kann, was nicht unbedingt mit dem was zu tun hat, was jetzt passiert. So, ich will jetzt erklären, wie die Bash funktioniert. Also erst einmal geschwind 5 Minuten S3s. Ja. Also man kann sowas S3 zu gucken, wie das geht, sage ich das Kommando PWD. Was macht das Kommando PWD? Macht Print Working Directory, gibt aus, wo ich bin. Und S3 PWD macht ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt alle nicht erklären möchte. Man sieht, S3 Output ist immer so, man sieht den System Call, den Kernel-Aufruf mit allen Parametern. Da muss man jetzt immer ein bisschen wissen, was der System-Aufruf macht, ob das Parameter sind, die rein in den Kernel gehen. Hier jetzt zum Beispiel das Open gibt einen Dateinamen an den Kernel und er möchte das Read-Only öffnen und sowas. Da sind manchmal dann auch Parameter dabei. Ah, kommen wir gleich. Und dann kommt hinten immer gleich 3, das ist der Rückgabewert. Fast alle Kernel-Calls liefern immer bloß eine Zahl oder hier oben mal eine Adresse zurück. Mehr kann von dem POSIX-System-Call nicht zurückgegeben werden. Und hier in dem speziellen Fall, dieser Open blablabla hat irgendwas versucht zu öffnen, da kommt eine minus 1 zurück. Bei Open kann man dann in Man Open in Section 2, also wenn man das dann genau wissen möchte, Man 2 Open, weil 2 die Kernel Calls sind, kann man dann genau nachlesen, was sind die Parameter denn wirklich, wenn man es aus dem Output nicht erahnen kann. Und es gibt eigentlich immer irgendwo nachher noch eine Section Return Value, wenn man dem bla bla bla. Kann man das nachlesen, wie das tut und damit dann den Output analysieren und verstehen. Hier sagt er halt minus 1, bei oben heißt es, es ging schief. Und dann ist das S3 noch so nett und tut gleich noch so eine Error-Variable, rno, mit ausgeben. Da steht der Wert enoend drin, das ist vordefiniert in den C-Header-Files. Und sogar noch den Error-Text, den man mit der Funktion p-error kriegen wird. Das heißt, ihr habt die Datei nicht gefunden. Also versucht zu öffnen, geht nicht. Der nächste, da geht er halt weiter, ich will ECC-Type öffnen. Öffnet es woanders, anderer Pfad und dann 3, das heißt, da gibt es jetzt den File-Descriptor 3 zurück und man kann dann mit unter Dateiname 3 mit der Datei irgendwas treiben und das nächste, was der treibt, ist jetzt zum Beispiel F statt, mach mal irgendwas mit 3, nämlich den Status ausgeben und jetzt kommt hier eben der Status zurück, das muss man jetzt im F statt wissen, das ist ein Rückgabeparameter und da sagt er Mode, IFREC, braucht uns alles nicht interessieren, das ist die Datei hat die Größe, bla 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 und 0 heißt in dem Fall ging gut.
Dann macht er mit dir noch irgendwas, was uns gar nicht interessiert und schließt das Ding wieder und das war so die Bearbeitung von 3. Und so geht es halt in dem S3s Output. Bei getcwd, letztes Beispiel, get current working directory und dann, wenn man halt guckt, dem sagt man irgendwie, ich hätte gern bis zu 4096 Zeichen und das ist das, was aus dem Kernel zurückkommt. Da hat man wohl offensichtlich, da darfst du hinschreiben bis 4096 Zeichen und der Kernel gibt in dem Speicherbereich dann den String zurück und sagt, das waren aber übrigens 42 Zeichen, die ich dir gegeben habe. Und dann macht ihr hier write die Ausgabe auf File Descriptor 1, das ist Output. So die drei Unix-File Descriptoren Input, Output, Error 012. Und mit dem Grundwissen gucken wir jetzt, was die Bash macht. Und dann müssen wir mal ein bisschen umorganisieren. Wird jetzt so aussehen, ne? Write, dann nehmen wir ein zweites Terminal. Und machen die Schrift auch noch ein wenig größer. Ich kann nicht nur S3s und Programme und sowas machen, sondern ich kann jetzt auch hergehen, meine Shell, die hier gerade läuft, hat die Prozess-ID 4010. Und wenn ich jetzt hier oben hergehe, drehe mir doch bitte mal die Shell mit dem Prozess mit 4010. Das kann ich mit jedem anderen schon laufenden Programm auch machen, wenn irgendwas erstmal lang hochstarten braucht. Ich brauche 3 Minuten, so mein Apache oder sowas machen. Dann lässt man den mal hochstarten und macht dann S3s-P, lasst den mal zugucken und sowas. Dann kann ich jetzt zugucken, was die Shell macht. Die macht nichts. Ist nicht ganz wahr, die sagt jetzt irgendwie read. Sie will von 0 Input was lesen. Und wenn ich jetzt hier unten anfange zu tippen und mache ein E, dann kriegt die Shell wirklich das E zurück und schreibt dann ein E auf File Descriptor 2. Das ist ein Error. Naja, das ist halt der Output, der auf den Error-Kanal geht und jetzt nicht so schnell umgelenkt wird. Das ist das Echo für hier unten, weil das wirklich schon der Bash-Prozess macht. Dann wartet er wieder und dann kann ich. Ja, man sieht halt, wie man da tippt im Moment. Und man sieht, dass das mit den Größen so arrangiert werden muss, dass man beides gut sieht. Echo. Wenn ich dann auf Return drücke, sieht man in diesem ganzen Gefrickel irgendwie auch vielleicht mal, dass er das Echo Hallo irgendwo ausgegeben hat. Das sind jetzt ganz viele Sachen, die uns nicht interessieren, die wir jetzt langsam wegzaubern würden. Ja. Das ist jetzt schon mein Prompt. Bin ich einen weitergegangen. Echo write 2 irgendwas. Das ist der Prompt mit irgendwelchen Escape-Sequenzen für was weiß ich was löschen. Mein Blablabla, was ich hier vorne hingemalt hat. Das Hallo muss ein bisschen weiter oben sein. Und sage dem S3s, ich hätte gern nur noch, man kann sagen, was man so wirklich angegeben haben möchte. Read, write, open. Und execve ruft neue Prozesse auf. Wenn ich sowas mache, dann kann ich Echo, dann sehe ich nur noch das Lesen, Schreiben, Hallo. Und dann sieht man auch irgendwie, das Hallo kommt an und dann kommt wieder der nächste Prompt und sowas. Der Output von Echo geht auf 1, der geht auf 2. Ja, weil das die Shell macht eben für Echo und sonst was. Und, aber der wirkliche Output von meinem Kunden meint, da geht auf File Descriptor 1 Standard Output. Jetzt war irgendwie. Ja? Stimmt, da war was. Also die Frage war, ob das Blablabla-Punkt mit meiner Fensterzeile oben zu tun hat. Ja, jetzt wo er so genau fragt, weil dann ist das wahrscheinlich die Escape-Sequenz, die dem XAM sagt, mal da oben mal irgendwas rein. Damit man das besser sehen kann und diese Punkte gibt es bei S3-S, mach mal die Strings etwas länger, dass man mehr sieht, dann kann man das auch, jetzt brauche ich bloß Return drücken, dann sieht man, was er insgesamt ausgibt, alle 70 Zeichen, vorher dabei ein paar weniger Zeichen einfach aufgehört, damit es nicht so lang wird. Escape irgendwas, PTS1, Blablabla, dieses PTS1, das ist hier oben die Titelzeile von meinem Extern. Und hier geht dann wirklich der eigentliche Prompt los. Dann noch ein Carriage-Return, Backslash 7. Das hat irgendwas, glaube ich, mit da oben zu tun. Aber wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen jetzt eigentlich wissen, kann Insmod Wildcards. Und da war das dann irgendwie so. Jetzt ist das, wir haben Hurra irgendwie unser tollen Treiberpunkt K.O. übersetzt und der lag dann da irgendwie rum. Jetzt nur so als Beispiel und dann Insmod darf ich natürlich als normaler Benutzer jetzt erstmal nicht aufrufen, aber nur so als Beispiel.
Ah, wir sehen das jetzt gerade eh noch nicht gleich. Insmod.ko. Und dann war die Frage, kann Insmod.ko, die Frage ins Publikum, kann Insmod mit Wildcards umgehen oder nicht? Ah, also da kam sofort ein Nein und muss es nicht können. Und das ist genau das, wo wir jetzt auch hinwollen. Warum ist das so? Das kann ich jetzt an diesem Beispiel leider noch nicht demonstrieren. Wer vor 2 Jahren aufgepasst hat, weiß schon warum. Was man jetzt erstmal sieht, ist Read, Write und irgendwie. Und das, was mich eigentlich interessiert hätte, hatte ich mich hier schon mal zu suggestiven, ich würde gerne die execs alle sehen. Wie ruft er die anderen Prozesse auf? Weil in Unix ja immer so einen neuen Kommando aufrufen ist, ich mache einen Fork, was in Linux inzwischen Clone heißt, und mache dann einen exec mit dem neuen Prozess. Die sehe ich jetzt alle nicht und die sehe ich deswegen hier nicht, weil ich dem S3 nicht gesagt habe, minus F. Eine der wichtigsten Optionen, folge den Kind-Prozessen. Sonst wird jetzt erstmal nur diese Shell selber getraced und alles, was ich da drin tippe und alles, was die Shell wieder ausgibt. Und da haben wir dann auch schon gesehen, das Echo war ein Shell-internes Kommando. Wenn man dann Echo, dann sagt er, ist ein Shell-Bild. Und deswegen habe ich den Output von Echo gesehen. Also man könnte das Gegenbeispiel machen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch bin, Echo Hallo sag und da Return drückt, dann sehe ich hier noch, ich habe das Return gedrückt, das ist das Echo von dem Return und dann kommt nur noch der Prompt und irgendwelche Signale von dem Sigchild. Ich sehe jetzt nicht, dass auf FileDescriptor als das Hallo ausgegeben wird, weil ich nicht sehe, wie das externe Programm aufgerufen wird. Und deswegen gibt es die Option minus F, dass man der Shell und allen ihren Kindern, die sie startet, folgen kann, damit man genau die Sachen sehen kann. Das Klonen interessiert mich, glaube ich, nicht, aber mal gucken. Wenn ich jetzt das gleiche nochmal möchte mit dem Bin-Echo und auf Return drücke, jetzt, oh, jetzt kommt wieder ganz viel. Dann müssen wir ein bisschen hochscrollen. Jetzt machen wir einmal das Fenster groß, wo es denn interessant wird. Da habe ich das Return gedrückt, dann kommt ein Clone, er macht einen neuen Prozess. Der Kernel sagt mir noch, der Prozess heißt so und so viel. Und sobald ich mit dem S3 mehrere Prozesse sehe, kriege ich hier vor dem angezeigt, von welchem der Prozesse, der eigentlichen Shell, die war glaube ich 4010, genau, oder jetzt dem neuen, der Output ist. Und da sieht man jetzt, der neue Prozess, der liest irgendwo, drei, keine Ahnung, irgendwie und kriegt... Man hätte gern ein Zeichen, kriegt aber irgendwie nichts, null Zeichen zurück. Keine Ahnung, was das bedeuten hat. Wenn man es nicht versteht, mal ignorieren. Dann kann man immer. Muss ja nicht alles wichtig sein, was hier passiert. Dann sieht man aber, hier wird Bin-Echo aufgerufen. Und das ist jetzt, was wir öfter brauchen werden. Der Exec-Output wird halt schon System Call. Kriegt einmal das Programm übergeben mit dem absoluten Pfad. Führe mir dieses Programm aus. Und dem Programm werden die ganzen Parameter und Argumente übergeben. Im ersten Argument, das ist diese argv-Liste, Argument Values, in argv von 0 oder $0 in der Shell und solchen Sachen, da steht dann nochmal der Programmname selber drin. Das muss nicht mit vollem Pfad sein. Die können sich durchaus unterscheiden. Und es gibt ja Programme, die gucken nach, mit welchem Namen wurde ich aufgerufen. Und wenn ich mit Copy aufgerufen wurde, dann kopiere ich und wenn ich mit RM aufgerufen werde, dann lösche ich und wenn ich mit irgendwas, dann bin ich keine Ahnung was. Weil dann dürfen die da nachgucken, mit welchem Symlinks und solche Sachen kann man ja machen, mit welchem Namen wurde ich heute aufgerufen und verschiedenes. Und dieses Bin-Echo hat noch genau ein Argument jetzt mitgekriegt, da steht Hallo drin. Und diese 139 Variablen, die da so in eckigen Klammern als Kommentar mal drin stehen, da steht das ganze Environment, Vortrag vor 2 Jahren, die kann man gucken, was das so macht. Mit S3-V zeigt er einem dann alle an, dann wird der Bildschirm noch voller. Da sieht man halt jetzt irgendwie auf jeden Fall, Bin Echo wird ausgerufen als externes Programm und ich kann genau sehen, wie das Ding aufgerufen wurde. Und das Read, jetzt fängt er an, weil ich gesagt habe, ich will alle Read sehen, dann sieht man jetzt, wie er anfängt, er öffnet die C-Library, als File-Descriptor 3. Und dann fangen wir halt mal von der libc an, die ersten 832 Bytes zu lesen. Daran kann er dann wohl erkennen, ob das eine Elf-Library ist und wie das weitergeht. Und da kann man jetzt schön verfolgen, wie Shared-Libraries reingelesen werden. Das will ich vielleicht jetzt gerade nicht wissen. Deswegen klein beschränken wir uns jetzt. Das Read und Write hat seine Schuldigkeit getan. Files öffnen er vielleicht noch. Das wär, aber jetzt geht es mir wirklich darum, wie werden Prozesse aufgerufen. Ja. Und dann wird es immer weniger geblubber. Ach, ich brauche das Open eigentlich auch nicht. Das reicht mir jetzt mal. Ups. Also jetzt nur, wie werden Prozesse aufgerufen, was geht da so alles und was kann da auch schief gehen. Und jetzt ist es relativ übersichtlich, bis auf diese blöden Signale, aber das ist irgendwie eklig und hell. Man kann die irgendwie wegkonfigurieren und sagen, ich will das und das nicht sehen. Das probiere ich jetzt auf die Schnelle nicht aus.
steht auch irgendwo. Und da sehe ich jetzt im Wesen wieder, hallo, war easy. Und jetzt wollen wir das Insmut noch mal probieren. Kann Insmut. Und da sieht man jetzt, wie Insmut aufgerufen wird. Einfach S-Bin. Und Insmut beschwert sich sofort, dass ich jetzt nicht root bin, deswegen darf ich das nicht. Das merke ich dann, weil ich nicht alle System Calls sehe, der versucht irgendwas im Kernel aufzurufen. Der Kernel sagt genau die minus 1, die man vorher bei dem Open auch schon mal gesehen hat. Und statt e no entry, ich habe die Datei nicht gefunden, kommt jetzt e permission denied. Und dieses p-arrow sagt mir immer schön Text, weil minus 1 und e perm oder keine Ahnung, return code 17 ist nicht so jedermanns Sache. Aber wo ich hin will, ist da. Ich habe auf der Kommandozeile insmut-stand.ko eingegeben und was aber wirklich passiert ist, driver.ko, weil die Shell diese Wildcard schon expandiert hat. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Konzept, das dann man wissen muss und man immer wissen muss, was möchte man haben oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn ist halt, die normalen Unix-Tools brauchen sich mit Wildcards erstmal keine Gedanken machen. Ganz im Gegensatz zu anderen Command-Line-Tools und Betriebssystemen und sowas. Auch bei MS-DOS, Windows irgendwie und sowas, die kriegen das halt übergeben und dann geht jedes Programm über Library oder mit eigenem Code her und denkt sich mal an Standpunkt K.O., was möchte mir der Benutzer sagen. Da steckt es einfach in dem Shell-Konzept in Unix drin, man hat es an einer Stelle, keep it simple und der expandiert es und die einzelnen Tools kriegen dann schon vorverdaut das, wofür sie gebaut sind. Ich habe keine Ahnung, aber im MS-DOS war das so. Warum soll man schlechte Dinge neu schreiben? Na, gibt wahrscheinlich. Also, falsches Thema, falsche Tagung. Also, Insmut kann keine Wildcards. Das merkt man dann auch daran. Jetzt geht es mit dem Quoting das erste Mal los, einfach das Gegenbeispiel. Um sowas jetzt zu vermeiden, lernt man ja irgendwie, dann macht man immer um alles Gänsefüßchen irgendwie. Ist das wirklich wahr? Teil 1 merkt man hieran. Wenn ich da Gänsefüßchen drum mache, dann kommen tatsächlich die Wildcards in das Insmut rein. Jetzt könnte das ja richtig funktionieren. Jetzt müsste ich dann wirklich mal vielleicht root. Blödes Beispiel. Jetzt müsste man root werden. Und das habe ich vor 2 Jahren erklärt, wenn man ein GS3ster Prozess, der darf nicht setuid sein. Das sudo ist setuid root, damit es das machen darf, was es für mich jetzt wichtig wäre, damit ich root werden darf, setuid flag. Weil ich aber schon im S3 oder im Debugger laufe, ist aus Sicherheitsgründen das abgeklemmt. Das sudo hat keine setuid-Rechte mehr in diesem Aufruf. Und solche Sachen gehen dann unheimlich schief. Und dann, also wenn irgendwas dann damit mal zu tun hat, dann muss man sich andere Dinge ausdenken, Kommentare stehen, das ist einfach ein S3-Problem. Will ich jetzt aber auch gar nicht haben. Also, wenn man jetzt guckt, war auch... Vorher hat es Insmut ohne Gänsefüßchen, wenn man die Fehlermeldung liest, merkt man auch, dass da was anderes passiert. Hier hat gesagt, driver.ko, ich darf nicht. Und hier oben sagt er jetzt wirklich, stand.ko habe ich nicht gefunden, weil da steht drin, ladet das Kernel-Modul mit dem Dateinamen Stand.ko und dann sagt er, die Dateien liegen nicht rum, muss ich nicht machen. Und dann gibt es natürlich Leute, die so gemein sind und so hässliche Sachen machen wie Touch. Nein, die Leute machen natürlich Touch Stand.ko. Was hat Touch jetzt gemacht? Weil hier ein Kernel-Treiber schon rumlag, hat es den getouched und hat dem irgendwie einen neuen Timestamp verpasst. Wenn man jetzt guckt, oh, das viel, aber der hat jetzt hier. Oh, wir haben schon 11:39 Uhr, sagt der Kernel-Treiber. Wenn ich jetzt hergehe, aus welchen Gründen auch immer, man macht ja immer um alles Gänsefüßchen rum, Echo, Hallo und so, ach, da kommen wir auch gleich noch hin. Dann macht Touch Stand.ko. Wenn man jetzt hinguckt, was passiert, jetzt liegt da eine Datei Stand.ko rum. Und das ist natürlich dann auch, wenn ich jetzt Insmut Stand.ko mit Gänsefüßchen mache, was passiert jetzt? Jetzt kriegt er, genau wie vorher, Stand.ko, hat sich nichts geändert, aber jetzt gibt es die Datei, ja. Das heißt, er darf die öffnen und würde die jetzt dem Kernel weiterreichen, dann sagt der Kernel, ist ja nicht root. Und wenn ich jetzt root wäre, würde er sagen, oh, die Datei ist ja leer und wenn ich da irgendeinen Müll mache, dann sagt er, oh, das ist ja gar kein Kernel-Modul. Aber das sind dann so die Folgeprobleme davon.
es gibt die Datei, ich darf die machen und irgendwie. Und das nächste Spiel ist da ja dann immer irgendwie, wie lösche ich Dateien? Ja, ich mache da jetzt irgendwie noch schlimmer. Touch irgendwas soll es ja geben. Und dann machen die Leute sowas, weil liegt ja schon rum. Man kann mit S3s beobachten, was dann passiert. Die vorsichtigen Leute, Shell Workshop gestern, habe ich das einmal gezeigt? Immer wenn man nicht so richtig weiß, was so eine Kommandozeile macht, kann man mal ein Echo davor schreiben. Und dann sieht man schon, dass das wieder eine blöde Idee war. Im Gelächter merke ich, ihr kennt das alle. Aber wir sind jetzt hier im S3s-Vortrag, wenn man jetzt wieder hier sieht. Ich will ja immer sehen, was passiert und S3s zeigt nichts. Das ist eben wieder die Gemeinheit, dass es ein paar interne Kommandos gibt und eben das vorher schon mal gezeigt, das Type Echo sagt so die halbe Miete. Type minus A ist noch viel schöner. Type sagt mir alles über Echo und sagt auch wieder, gibt Shell-Bin, aber es gibt auch noch ein anderes. Und wenn ich es dann wirklich haben möchte, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ein Backslash reicht in dem Fall nicht. Das escape nur die Aliase und so. Das heißt, da muss ich dann wirklich sagen, zack, bin Echo und sowas. Und dann sehe ich auch wieder, wie wird Echo aufgerufen? Echo wird aufgerufen mit bin Echo, RM, Stern, Stern.ko und irgendwie. Und jetzt, wenn Echo Wildcards könnte, der hier kriegt ja eine Wildcard ab, dann würde man erwarten, dass dann alle die Dateinamen doppelt sind. Wer das jetzt durchzählt, stellt fest, es gibt keinen Dateinamen doppelt, weil hier nämlich der Stern auftaucht und auch Echo keine Wildcards kann. Wie gut. Weil ja die Shell dafür zuständig ist. So, ein Schritt zurück für Echo, Hallo, St. August, irgend sowas. Nein, das genau so wollte ich es ja nicht machen. Ich wollte Echo, Hallo sagen, achso, und dann sehe ich wieder nichts. Wir wollen ja sehen, warum Gänsefüßchen? Wissen wir nicht, dann probieren wir es mal aus. Was passiert denn, wenn ich keine Gänsefüßchen mache? Also hier ist das erste Echo. Jetzt mache ich das nochmal. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen, richtig. Weil, ja, das ist so ein String und der wird irgendwie übergeben und da ist überhaupt nichts Besonderes dabei und Hallo ist halt Hallo. Das sollte keine sein. So, wenn ich das so mache, dann kann man jetzt sehen, Echo, Hallo, St. Augustin. Echo kriegt drei Worte übergeben und gibt die wieder aus. Und da fangen dann so die feinen und subtilen Unterschiede an. Wenn ich jetzt sowas mache, dann gibt Echo, weil die Shell diesen Input macht und tut es zusammen und dann ruft es das Echo auf mit dem ersten, dem zweiten und dem dritten. Echo kriegt das erste, zweite und dritte Wort und gibt die immer mit dem Leerzeichen aus. Deswegen... Ja, und da fangen dann jetzt die wichtigen Sachen mit Gänsefüßchen an und irgendwelche Gänsefüßchen drum. Und wenn man jetzt guckt, wie es aufgerufen wird, jetzt ist es ein einziges Wort, jetzt hat Echo ein Argument. Der Output ist erstmal gleich, also dem Echo ist ja eh wurscht, was es so kriegt. Da wäre es jetzt zum einen wichtig, wenn ich es dann wieder sowas mache, in dem einen Argument sind alle Leerzeichen schön erhalten und deswegen kommen die auch schön raus. Viel wichtiger wird natürlich der Unterschied, wenn ich jetzt sowas wie... Ja, ein lieber Windows-Kollege hat mir die Datei Hallo St. Augustin.doc verehrt. Ja, dann liegt die jetzt irgendwie so rum. Und jetzt mache ich... Nein. Und jetzt weiß ich, dass hier die Datei Hallo St. Augustin.doc klingt und ich will die angucken. Und dann wird NS mir eine SL aufgerufen mit Hallo St. Augustin und alle drei gibt es nicht. Das sind immer so die Dramen, die dann passieren. Und da merkt man dann halt, da wird es dann so richtig wichtig, das so zu machen, weil wenn ich jetzt Touch oder wenn ich für meinen Windows-Kollegen die Datei Hallo St. Augustin anlegen wollte und ich das so mache, dann macht er einen Touch auf Hallo St. und Augustin. Und wenn ich dann nachher nachgucke, da gestern Workshop... LL-TR macht sowas zeitsortiert, dann sind immer die neuesten Sachen unten, das heißt ganz unten sieht man, wenn ich den Kopf nicht dazwischen habe, genau das, was passiert. Also vorher hatte ich schon irgendwie Beispiel zuvor eben das mit Gänsefüßchen gemacht und wenn ich die Gänsefüßchen weglasse, solche Sachen sieht man im S3s. Das heißt, wenn ich jetzt auch ein ganzes Skript durchlaufen lasse, jetzt nicht so für die Kommandozeile, das Schöne an der Shell, auch gestern im Workshop ist, ich kann jede kleine Sache einfach
einzeln üben. Ja, wenn ich da hatten wir dann so irgendwas, was macht denn das Kommando TR? Dann sage ich halt Echo, hallo. Und dann üben wir irgendwie, wir üben TR. Und dann, was macht denn zum Beispiel Arvin? Und dann kann man sowas angucken in so kleinen Sachen. So kann ich auf der Kommandozeile schon mal üben, bis das so lang richtig, dass es A richtig abläuft, was ich denn erwartet habe. Und bis vielleicht auch die Aufrufe genau das sind, was ich haben möchte. Ah. Hat man Name gleich. Ha. Nee, das ist nicht das Beispiel, das ich gesucht habe. Schade. Aber das Gleiche ist natürlich auch, wenn ein großes, komplexes Shell-Skript, also wie dieses Tankenzeugs gestern Abend, wenn das dann nicht richtig läuft, dann kann man das Ganze mit S-Trace minus F, zeigt mir alles an und dann kann ich mir da die execs raussuchen und dann sehe ich ja da vielleicht, oh, der ruft es ja gar nicht so auf, wie ich das erwartet hätte, weil Wildcards, Gänsefüße, da kriegt man schon mal eine Idee, an welcher Stelle vielleicht wo was schief gehen kann, auch für ein ganzes Skript und alles, was dahinter hängt. Aber eben einmal zum Üben und dann wirklich auch zum Analysieren, wenn es halt mal dann die Übung allein nicht geholfen hat. Fahrten suchen. Ah, dann machen wir nochmal Einzelgänsefüßchen oder doppelte Gänsefüßchen. Das ist aber so ein Problem. Muss ich jetzt Echo St. Augustin oder Echo St. Augustin sagen? Und wenn man hier oben hinguckt, stellt man fest, hier kommen jetzt, also halt falsches Beispiel, hier kommen jetzt keine Single Quotes an. Es macht in diesem speziellen Fall einfach keinen Unterschied. Weil für so Gänsefüßchen und sowas ist das alles gar kein Thema. Wenn ich mache Echo Standpunkt C, lässt sich jetzt alles üben und gucken. Ja? Das ist wirklich blöd. Das müsste man rausgehen, wenn wir das Bild in für Echo abschalten für diese Demos. Dann sieht man Standpunkt C und Standpunkt C. Macht auch keinen Unterschied und Echo Dollar Home, da kommt halt irgendwie Dollar Home zurück. Oh, macht einen Unterschied. Das der Idee war gerade in meinem Acho, ob ich das Echo mit einem Alias überlagern kann. Ich vermute ja. Tut. Wunderbar, danke schön. Gute Idee. Noch eine gute Idee. Das ist die einfache Lösung, das ist ja total brutal, aber ja. Man möchte das SIG-Child mit dem Grep rausfiltern. Wenn man es so macht, tut nicht, weil der S3S-Output auf Standard-Error rauskommt. Liegt daran, man macht so S3s und irgendein Programm und das Programm möchte vielleicht wieder Output liefern. S3s-Vortrag. Entweder macht man minus O, schmeißt es in der Datei rein, ist hier natürlich unpraktisch, aber man sagt irgendwie, gibt mir mal den Error auf den Output und irgendwie. Und dann kann ich alles das wegfiltern. Wunderbar, Dankeschön. Weniger geblubber, jetzt können wir noch alles andere. Also man kann das auch mit der S3-E irgendwas Option, ne? Da verhärte ich mich jedes Mal ein bisschen. Man kann Signale einzeln aktivieren, deaktivieren. Wenn man zu viel von S3s verlangt, dann ist die Syntax ein bisschen komisch. Und also mit speziell diesen Traces und Signalen, das ist. Gibt es eine lange Manpage für, wie es geht. Piep. Unterschied haben wir festgestellt. Das ist jetzt eben im Wesentlichen natürlich Shellkurs. Die doppelten Gänsefüßchen verhindern das Quoting von oder das Aufbrechen von Leerzeichen und all solchen Sachen auch lassen. Ein Tab wird als Tab über. Ah, das haben wir noch gar nicht gezeigt, stimmt. Home. Wie mache ich das jetzt am einfachsten? Das ist ein Tab-Zeichen, werdet ihr gleich sehen. Ich habe Ctrl V, Ctrl I, kann man irgendwas quoten? Hallo? Dollar Home ist. Woran merkt ihr das, wenn ich jetzt hier. Ups. Wenn ich jetzt hier Leerzeichen eintippe, dann merkt ihr, ja, da ist der Tab zwischendrin. Und wenn ich sowas mache, dann sehe ich das im Output auch tatsächlich. Wenn die Gänsefüßchen nicht da. Also Dollar, das macht man natürlich auch mit einzelnen Gänsefüßchen, weil nicht Dollar Home ist my castle, sondern Home Harald. Backslash T, das Tab-Zeichen ist my castle. Wenn ich hier die Gänsefüßchen weglasse.
Dann sind erstens die vielen, vielen Leerzeichen wieder verschwunden und das Echo kriegt, Harald ist mein Castle und das Tab und alles ist auch verloren gegangen, weil das ist dann halt nur noch ein Whitespace und tut die Sachen unter. Und die doppelten Gänse finden also fast alles, außer eben die Dollars für die Shell-Variablen. Und, kommen wir gleich noch hin. Back, ja, machen wir. Und mit Single Quotes wird wirklich alles gequotet. Und was halt wirklich passiert oder nicht passiert, sehe ich in den Execs, wo ich dann merken kann, huch, da steht ja Dollar Home, ja, wenn ich mal einfach die falschen Gänsefüßchen gemacht habe und das nicht, dann sagt das nächste Programm nur, finde ich irgendwie Datei nicht gefunden und sagt mir vielleicht, wenn es blöd geschrieben ist, noch nicht mal welche Datei. Und schon sehe ich hier drin, er versucht ja jetzt die Datei Dollar Home zu öffnen, statt Home, Harald, Fisch, irgendwas. Und alle solche schönen Sachen kann man dann sehen. Und man sieht eben, man kann jetzt wirklich für so elementare Tests wirklich durchprobieren, welche sind denn die richtigen Gänsefüßchen, wenn ich Dollar Home da drin brauche, weil das Dollar vielleicht so Regular Expression ist. Ich will hinterm Zeilenende noch Home haben, was nicht richtig gut geht, aber dann kann es ja nützlich sein. Ja? Ah, genau, Regular Expression. Da wird es dann wieder wichtig. Jetzt reguläre Ausdrücke sind ganz tolle Suchpattern und sowas. Da kann man jetzt irgendwie sagen, ich suche Harald Most Useless Gänsefüßchen, aber da, ich suche im EDC-Passwort und da gibt es halt einen Eintrag Harald und so. Ich suche alle, die irgendwas mit SH zu tun haben. Ja, das ist jetzt ein bisschen trivial. Erstens ist es schon schön bunt. Da würde man jetzt sagen, also ich will alle, die zum Beispiel die Bash als Login-Shell haben, wo Bash am Zeilenende steht. Ja. Und da ist es jetzt natürlich im Normalfall wieder wichtig, dass das Dollar gesingle-quotet wird, dass das ankommt. Wobei hier die Shell inzwischen so intelligent ist, dass, weil danach kein Variablennamen mehr kommt, das machen nicht alle Shells so, aber hier ist tatsächlich, das Dollar bleibt zufälligerweise erhalten, weil was soll es auch sonst machen, aber wenn jetzt hier noch, warum auch immer ein A gekommen wäre oder sowas, dann tut er hier den Inhalt der Variablen Dollar A einfügen, das jetzt zufällig auch noch leer, zufällig noch leer ist, aber das hätte ja auch was anderes sein können, dann sucht er die Bash 1 und findet gar nichts. Also das, ja, aber ihr seht, wo das hingeht. Und wenn ich dann wieder den Grep aufrufe, da hätte doch Dollar sein sollen und das A war eh ein Tippfehler, ja, und dann merkt man halt, dass es jetzt wieder geht. Das ist so ein bisschen passiv programmieren und eigentlich die Regeln brechen. Da hätte er jetzt sich beschweren sollen und sagen, ja, Dollar, what the heck, irgendwie, ja. Aber ist natürlich genau das, was man schnell erwartet, so in kleinen Rahmen ein bisschen mitdenken und mithelfen, statt hergehen und da irgendwie so auf Regeln bestehen. Quoting. Ah, was das Quoting auch noch macht, was so was Schönes ist, wieder vernünftiges Beispiel, man macht Echo, Hallo, irgendwas, Wordcount ist so was richtig Schönes, der zählt einfach Wörter irgendwie, ich will einfach wissen, wie viele Zeilen kamen jetzt aus irgendeinem Programm raus, Wordcount-L, und mit dem Output, wie viele Zeilen sind irgendwo drin oder was ist da gerade so irgendwo hergekommen, möchte man vielleicht was vergleichen und kann so entweder so einen Test machen, wenn. Und dann den Output, das dieses Zeugs jetzt liefert, wenn das irgendwie 1 ist, dann Echo. Das sind so in der Shell. Dankeschön. Ja. In der Shell, das ist jetzt irgend so ein Test. Normalerweise macht man if, eckige Klammern, test mal irgendwas. Then, bla, Echo, else, irgendwas anderes. Wenn das klein und kompakt ist, kann man das auch so schreiben, wenn diese Bedingungen und dann mach mal dieses, das ist der Then-Teil, oder mach was anderes, das tut und dann mach auch noch irgendwie. Passt genau, weil da halt jetzt 1 rauskommt und wenn ich aber 2 Zeilen hätte haben wollen. Und da sieht man jetzt, wenn man guckt, was so alles passiert, dass er erstmal das Echo aufruft und das WC aufruft. Wenn man jetzt mehr gemacht hätte, sieht man auch noch, wie diese Pipe funktioniert, dass er wirklich die beiden Prozesse öffnet, eine Pipe aufbaut, dass die sich unterhalten können. Das ist jetzt alles versteckt, weil ich ja bloß, da gibt es dann einen Pipe-Call und dann sieht man die File-Deskriptoren und sieht die Daten von hier nach da fließen. Kann man richtig schön zugucken und das alles. Hier sieht man jetzt nur, dass dann das WC ein Write 1 machen würde als Rückgabewert. Man sieht aber am Schluss blöderweise nicht, was hier drin ist, weil das ist ja jetzt wieder in meiner Shell und das ist ein. Warum sehe ich es denn nicht? It's a Shell Built-In. Aber da das nicht jede Shell eingebaut hat, User bin. Warum hat Excel
Entschuldigung? Ah, die Frage war, warum hat X11 ein... hier kam das jetzt dreimal in sein Shell-Bild. Es gibt den User-Bin und User-Bin X11 bringt es auch mit. Werde ich gleich auflösen. Aber erstmal jetzt irgendwie, ich nehme jetzt das externe User-Bin eckige Klammer, dann kann ich dem auch zugucken. Und dann sehe ich tatsächlich, die eckige Klammer wird aufgerufen mit 1 gleich 2. Und das ist genau eben diese Backvotes, die da so kamen. Mache ich den voll fertig und dann kommen wir zu X11, warum die das alles nochmal selber brauchen. Ein Schritt zurück, wenn ich jetzt irgendwie gucke, ist die Variable $b gleich 2. Das hatten wir gestern schon mal irgendwie so. Dann gibt es immer eine Fehlermeldung. Warum? Weil das sind wir genial. Hier sehen wir jetzt tatsächlich mal, weil ich ja den User bin, ich glaube, was ruft er wirklich auf? Er sagt, mach mal den Test. Um das noch schön aufzulegen, User bin eckige Klammer und bin ich mal gespannt. Test. Ah, das sind zwei verschiedene. Eigentlich ist es das gleiche, aber man sieht sogar in der Fallzeit, sind unterschiedlich. Das ist manchmal auch ein symbolischer Link auf das andere, weil auch man Test, eckige Klammer und Test ist das gleiche, auch in der Shell und extern, auch die Man-Pages. Ich weiß nicht, warum das zwei Sachen sind. Es gibt Implementierung, wo das, aber egal. Man Test, auch wenn ich hier sage, wenn ich Shell Workshop wieder, man kann für die internen Sachen, was hatten wir vorher, intern Echo. Man Echo ist das externe Echo. Das sind immer die Programme für irgendwas. In Section 3 Help Echo sagt mir, was das Bash Echo in dem Fall Help sind, so die internen Funktionen, man Help for, Help. Auch Echo muss man wirklich aufpassen, zum Thema Echo, Shell Workshop. Das interne und das externe Echo, die sind nicht kompatibel. Die haben unterschiedliche Optionen und verhalten sich recht unterschiedlich, was so minus E und irgendwas betrifft. Wenn man sich dann wundert, warum man das auf der Kommandozeile noch machen konnte und sich das später anders verhält, mag es daran liegen, dass plötzlich ein externes Echo kommt. Also wenn es um mehr geht wie bloß Hallo sagen, ist Echo auch schon kompliziert. Und man sieht dann hier wieder, hurra, welches Echo ist es denn? Dann muss man für das Echo, das man wirklich verwendet, irgendwie die Doku nehmen und dann kann man vielleicht verstehen, was da so komisch anders ist. Hier, ja? Vorhin hattest du so ein Konstrukt, wenn die Bedingungen erfüllen, dann geht das aus. Ja. Ja. In C kann man das ja zum Beispiel sehr schön mit diesem Fragezeichen doch im Punkt auch mal raten. Gibt es denn Unterschiede? Nein, ja. Weiß ich nicht. Das war Shell Workshop, das hättest du gestern fragen müssen. Wenn es überhaupt geht, also auf der Kommandozeile ist das ein arithmetischer Ausdruck. Und wenn überhaupt, dann kann man arithmetische Ausdrücke in der Shell sowas machen. Und der kann sogar arithmetisch rechnen. Das ist wirklich 7. Und der kann, das ist, dann machen wir 2 Minuten Shell, du bist schuld. Das ist die schnellste Möglichkeit, die ich kenne, mal geschwind Hexadezimalzahlen umzurechnen. Weil da drin kann er Hexadezimalzahlen. Es gibt sowas Schönes wie printf, wo man auch Zahlen ausgeben kann, was weiß ich, da kann ich 2 und noch ein Zeilenende. Und wenn ich dem 0x2a sage, das ging früher nicht. Okay, interessant. Printf hat dazu gelernt, früher konnte printf keine Hexadezimalzahlen, ist ja keine Zahl, weil Prozent dB ja eine Zahl. Dann hätte man hier... einen numerischen. Erstens, ja, er hat natürlich völlig recht. Das ist das Schöne, dass es inzwischen von allem so viel gibt. So geht's. Ja, wie auch immer. Das kommt ja jetzt alles von GNU, das neumodische Zeug kann dann ein paar Sachen. Ist ja gut so. Früher hatten wir das alles noch nicht. Zeug. Aber arithmetischer Ausdruck, dann machen wir mit denen wenigstens noch. Also wenn überhaupt, weil arithmetisch, dann könnte ich sagen 1 plus 1 Fragezeichen 2. Das ist das, was der C-Programm ja so gerne hätte. Wenn es true ist, dann tut 2 dazu addieren und sonst 3. Das sieht sehr suggestiv aus. Works. Ja, die Bash kann auch das inzwischen. Das ist... Ja, weil was würde ich jetzt hier erwarten? Was willst du jetzt, dass jetzt passiert? Was würde ich jetzt erwarten, dass passiert? Wir rutschen ganz arg in den Bash-Workshop ab, da bin ich gar nicht. 30, der würde einfach JSON aufgerufen.
Aber wir können jetzt zugucken, was passiert. Ideen, ich habe jetzt leider, die Winkelkatze ist auch nicht, die Winkelkatze winkt gar nicht, oh Gott. Ja, Fragezeichen ist in der Dynamic-Pattern, ist richtig. Und da hätten wir sogar was anzubieten. Wir haben eine Datei mit einem Zeichen. Ich biete noch eine zweite Datei, also wir haben jetzt mehrere Dateien mit einem Zeichen. Was gibt's so ungefähr aus? Man kann ja so Subshells, das habe ich gerade schon mal gehört, man kann so Subshells machen. Aber das macht dann ja so irgendwie Echo A, Echo B, ja. Und das ist jetzt eine Shell, wo die beiden Sachen läuft. Und jetzt kann ich mit dem zum Beispiel dem Output von Echo A und Echo B zusammenzählen. Das sind jetzt zwei Zeilen Output von den zwei Echos. Hätte ich das ohne die Klammern gemacht, sagt er, eins, zwei, viele. Er sagt erst A und das B wird gezählt und sagt eins. Ja, und die Klammern macht eine Shell, eine Subshell draus, da läuft das alles ab. Das ist ziemlich genau das gleiche, wie wenn ich sagen würde, bash-c, lasst das mal alles in dieses Kommando irgendwie laufen, so mehr oder weniger. Ihr dürft euch überlegen, was der Unterschied zwischen Klammern und bash-c ist, bis zum nächsten Workshop. Und deswegen ist da oben die Syntax insgesamt einfach falsch. Ja? Das ist so mitten auf der Zeile, sagen, jetzt mache ich mal eine Subshell. Das wird dann wieder richtig, richtig ist anders. Wenn ich das so mache, das ist die POSIX-Syntax für diese Backquotes, diese Backticks, die ich schon mal gemacht habe. Führe das Kommando hier drin aus und mache den Output. Wenn ich das mache, dann sieht man hoffentlich bin Echo. Er sagt Kommando. Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass ich sehe, wie ein Exec auf 0 versucht mit den Argumenten. Alles, was auf Fragezeichen mescht, ja, jetzt muss ich dann halt ein Echo reinschweinen, dann geht's tatsächlich. Ja, das ist jetzt, liefert den Output zurück von Echo, Fragezeichen irgendwie. Das Fragezeichen sieht man hier oben, matcht auf alle die einbuchstabigen Sachen. 1 plus. Das ist das Erste, was hier noch steht. Und dann das ist das jetzt der Output von das Fragezeichen, ist die 0 Stern und dann 2, 3, keine Stern alle und da hinten muss noch irgendwie 2 Doppelpunkte reinzukommen. Ja, es kann es, aber nur da, wo es. Doch, natürlich. Sonst würde ich ja nichts sehen. Sonst würde ich nicht sehen, dass er ein Exec macht. Weil der Exec läuft in dem Kind-Prozess. Er macht erst den Clone, den ich vorher noch mit drin gehabt habe, der immer noch, glaube ich, mit drin ist. Er macht erst ein Fork, Linux neumodisch Clone. Und wenn ich das nicht mache, ich kann es nur zeigen, was ohne passiert. Hier ist das minus F. Ja, ich hab's. Wenn ich das gleiche nochmal machen würde. Alles passiert in den Subshells. Ich gucke nur execs an. Meine Bash selber macht kein exec, weil das macht der Kind-Prozess, der zuerst generiert wird. Und wenn kein minus F da ist, sehe ich nichts. S3 ist vor 2 Jahren, gibt es ein Paper zu. Ja, ich habe minus F, weil sonst tut es alles nicht zum Zugucken. Da war noch irgendwie eckige Klammer. Warum braucht X11 wieder seine eigene eckige Klammer? Ja, das ist auch so ein trauriges Kapitel. Die X11-Leute, verstehe ich ja auch nicht. Die X11-Leute können überhaupt nichts dafür. Da bin ich dran schuld. X11 ist einfach ein symbolischer Link auf Slash, auf Punkt. Der Slash gehört. Der Slash ist wieder so ein Artefakt von irgendwelchen blöden LS-Aliases. Warum? Weil, hier oben sehen wir das, irgendjemand LS auf ein minus groß F gemacht hat, was ich überhaupt nicht brauche. Und dann hängt er immer noch mal so Klammeraffen und Slashes an Dateinamen dran, die nicht zum Dateinamen gehören, die keiner braucht. Eigentlich muss das so aussehen, es zeigt auf Punkt. Warum ist das so? Früher gab es mal damals in der guten alten Zeit, habe ich auch X11 gemacht, ein eigenes Verzeichnis, wo unsere Sachen hinkamen, da war alles gut und schön. Und dann sind die Distros gekommen, so viele Verzeichnisse. Hat ja nur 20.000 oder so. Allein der ganze KDE-Baum. Und dann haben sie die X11-Sachen alle nach User-Bin getan. Kann man ja mal machen. Dann haben wir schon wieder einen direkt im Pfad gespart. Das Blöde dabei ist, es gibt ein User-Bin X-Out für X-Authorize und sonst irgendwas und noch zwei andere Tools, glaube ich, die seit Jahrzehnten traditionell von irgendwelchen Tools aufgerufen werden und die werden immer mit festem Absolut, die müssen an einer Stelle mindestens aus Sicherheitsgründen mit absolutem Pfad aufgerufen, denn der sah immer so aus. Und da haben die das Zeug alles hin verschoben und gesagt, jetzt liegt es halt in User-Bin und dann tut es halt nicht. Ja, ihr könnt ja jetzt mal eure Programme alle umschreiben. Das kann ich bei X386 natürlich machen, das ist Free Source. Und dann tut es auch. Und dann kamen dann halt irgendwelche proprietären Sachen, die das auch gewohnt sind und die vielleicht sogar auf einem alten und einem neuen Linux laufen lassen wollen. Tut nicht.
also mit meiner Lieblingsdistro auch länger gekämpft und irgendwann haben sie eingesehen, dass ich meine, der symbolische Link ist jetzt wirklich tatsächlich Mainstream geworden. Es war nicht so richtig einfach, aber es gibt halt Legacy-Programme und es gibt Systeme, wo das heute noch so ist, weil das war schon immer so. Ja, und er gehört jetzt tatsächlich in irgendein RPM rein und es ist essential. Oh, ey. Und dadurch ist es halt jetzt in dem Suchpfad doppelt drin. Man müsste User BNX11 nicht mehr im Pfad haben. Ich habe das aus Tradition im Pfad, weil mein Pfad ist 30 Jahre alt und das war schon immer da drin. Ja, das ist, und dadurch kommt so Zeugs halt. Und dann, er sucht halt über alle Pfadsachen sonst irgendwie. Und da ist halt noch ein User BNX11 und User X11A6. Das muss nicht das gleiche sein, je nachdem, wo man sich gerade rumtreibt und so. Ja, aber natürlich, ich will ja arbeiten können. Da war der Kommentar und Punkt im Pfad. Erstens, ich weiß, was ich tue und seit wenigen Jahren ist meine User-ID für den Benutzer Harald nicht mehr null. Aber das löst viele Probleme, vor allem wenn man einfach nur mit Hardware und Kernel und sonst was zu tun hat und immer root sein muss, weil sonst geht nichts. Das mit dem Punkt im Pfad ist ja zweischneidig und Sicherheit und da legt mir jemand irgendwie meinen, keine Ahnung, Virus hin, über den ich, das LS-Paket, hier legt mir niemand was hin und sonst was. Mein erstes Erlebnis an der Uni in dem C-Kurs war, wir haben unser allererstes C-Programm geschrieben, das hat Hello World gemacht und wir haben das laufen lassen und es hat nicht Hello World gemacht. Es hat irgendwie. Und warum war das so? Weil das Programm natürlich Test hieß. Jeder fängt an, irgendwie Tests zu schreiben und wir haben lange gesucht. Wenn man doch keine Ahnung von Unix hat und keine Ahnung von C hat. Und der Tutor damals, das war ein externer Kurs, der hat sich natürlich einen abgekugelt, weil er das schon kannte. Und bis man dann, also er hat uns dann genannt, ja, macht mal Test 2. Ja, und es ist einfach total ärgerlich. Und ich will nicht immer diese ganzen Trap-Viren, die zufällig schon im Pfad liegen und mein Tool, ich habe es hinten dran inzwischen. Ja, das ist, aber normalerweise, und das immer mit Punkt slash irgendwas, ist so ätzend. Also, Geschmackssache. Ihr braucht es nicht machen. Ich kann so nicht arbeiten. Aber gut beobachtet. Danke. Und um ganz sicher zu sein, habe ich den Punkt auch, das ist sicher wieder irgendwas Historisches gewesen, dass da Pfade zusammengebaut werden und jeder Teil denkt, ah, Punkt ist wichtig. Userlib MIT habe ich, glaube auch schon länger nicht mehr gebraucht. Aber egal. Also es ist schön. Aber auch solche Sachen sieht man, ja. Man würde das dann auch sehen, wenn man die Environment-Variablen auspackt, da steht dann wirklich auch nochmal Path drin. Auch da kann ich gucken, was mein Path wirklich ist. Ah. Fahrten suchen. Jetzt gucken wir doch, was ich da alles behauptet habe. Wofür habe ich denn eine Folie gemacht? Irgendwo, ah. Ob wir da schon so die erste Hälfte ungefähr. Insmod Wildcards? Ja. Ah, doch, Wildcard kommen noch zwei Sachen. Gänsefüßchen haben wir schon ein bisschen was. Die Pipes kann man angucken. Also man sieht dann wirklich den Datenfluss. Man kann mal sehen, wo in so einer Pipe was hängen bleibt. Feind. Ah, auch sein Lieblingsthema. Feind, das wunderschöne Feind-Kommando in Unix. Wer kennt Feind nicht? Man kann irgendwo Dateien suchen. Man, in dem richtigen Unix muss man dann noch einen Pfad angeben und sagt, such mal die Dateien mit Standpunkt C. Dann sucht er eine Weile. Okay, da muss er jetzt lange suchen. Ich gebe es zu. Hoch. Ach, da war eine Leerstelle davor. Und wenn eine Leerstelle davor ist, geht es nicht in die History rein. Dafür gibt es eine Bash-Variable, habe ich vor wenigen Jahren gelernt. Such mal in Home, Harald. Ja? Die Frage ist, warum würde das Sternchen jetzt nicht auf... Sehr gute Frage. Genau da will ich jetzt hin. Weil kein C-File in dem Verzeichnis. Sehr richtig. Jetzt war ich in der glücklichen Lage, ganz zufällig. Normalerweise mache ich das subtil anders. Ich mache mir ein, weil ich nicht weiß, wo ich bin, mkdir leer, dann ist es noch sicherer. Ich bin in einem leeren Verzeichnis, mache dieses Find. Hier oben sehe ich, was passiert. Und es werden alle C-Dateien, die da so rumliegen, gefunden. Müssen wir jetzt glauben, dass das alle sind, die da so rumliegen. Dann gehe ich normalerweise ganz subtil, jetzt müsst ihr alle mal weggucken. Und mache dann hier in diesem leeren Verzeichnis so ein Touch.c, das keiner gesehen hat. Wenn ich dann einen Find mache, dann findet er plötzlich gar nicht mehr so viele Dateien, obwohl ich da so viele C-Files hatte. Ja, wenn ich jetzt irgendwie faul war und Find-Standpunkt C getippt habe und plötzlich in meinem ganzen Home-Directory gibt es nur so ganz komisch, ja, ich hätte vielleicht Test.c machen sollen, hätte vielleicht ein paar mehr gefunden. Aber des Rätsels Lösung sieht man eben jetzt eben da oben. Jetzt macht er wirklich Find Test.c.
Und das ist einer der subtilen Probleme, weil Feind ja ist ein Tool, das mit Wildcards umgehen kann. Surprise, surprise. Und deswegen ist es wichtig, dem Feind die Wildcards auch reinzukriegen, was jetzt in diesem speziellen Fall nicht geklappt hat. Das wird noch viel gruseliger, wenn ich jetzt noch mache. Feind muss mit Wildcards umgehen, weil. Der Kommentar Feind. Wie war die Formulierung? Feind kann mit Wildcards umgehen, war die Formulierung. Ich sage, Feind muss mit Wildcards umgehen, weil wenn ich jetzt Feind mache, was passiert jetzt? Also ich zeige nochmal, was passiert ist. Um es einfacher zu machen. Der Kommentar war Syntaxfehler. Ja, es wird etwas subtiler formuliert. Paths must precede expression. Test.c. Also da möchte einem Feind mitteilen, also diese Paths, das ist das, was ich hier vorne hingemacht habe, was man in Linux ja eigentlich nie hinschreibt, weil Feind ab hier in einem richtigen Unix muss dann mindestens ein Punkt stehen, sonst sagt er eh schon, da ist keine Path Expression. So Solaris, HPX, irgendwas. Das ist ziemlich nervig. Aber alles das und das Name, hier sehen wir ja, was aufgerufen wurde. Name, dann kommt das Hellpunkt und eben die ganzen Wildcard Expansions. Das Name kriegt den Parameter Hellpunkt C. Okay, such mal nach Hellpunkt C, wo. Aber Feind kann noch mehr. Man kann dem Feind mehrere Sachen angeben. Man kann jetzt so sowas sagen, Name. Also wenn die Syntax mal richtig ist, machen wir das dann richtig. Nein, das war auch nicht richtig. Stern und dann, aber nur die wirklich auch Type-Files sind und M-Time bis, also das sind alles so Unverknüpfungen irgendwas. Das heißt, such mal die Dateinamen irgendwas Stand.c, aber gib sie nur aus, wenn es ein File ist und gib es nur aus, wenn es Modification-Time bis 3 Tage und so Zeugs. Und das nächste, was hier hinkommt, ist eben die nächste Bedingung und die nächste Bedingung hat kein Minus und sonst irgendwas und die Syntax schreibt halt vor. Option ist jetzt wieder auch zu viel. Das Feind ist ja insgesamt so komisch von den auch den. Das ist halt ein sehr, sehr altes Unix-Tool, wo man nicht richtig klar war, wie das alles wird. Und dass man so lange Optionen mit so vielen Buchstaben eher nicht tippen möchte. Und dann ist das eben ein Path, weil es keine Option ist. Und dann müsste das Syntaktische vorne hingehören. Ja. Was auch, wenn ich nur Feind Standpunkt C mache, was passiert dann? Gucken, was er aufruft. Er ruft dann Feind mit Standpunkt 10 irgendwie auf. Und alle Bedingungen, die ich angegeben habe, was er suchen sollen, stimmen. Und Feind, wenn alle Bedingungen wahr sind, die man angegeben hat, dass es ein Name und irgendwie ist, wenn alles das true ist, dann wird es ausgegeben. Und alle Bedingungen, die ich angegeben habe, sind nicht falsch. Also müssen sie ja wohl warten, wenn keine Bedingungen da sind. Das ist so Aussagenlogik. Und also gebe ich alles aus. Ja? Also man kann wirklich sagen, einfach Feind bin, das ist so ähnlich wie Echo bin, außer es würde noch unterverzeichnet. Also wenn ich dann Feind slash mache, dann wird es, oder slash Stern, ja, dann sind da ja Directories dabei, dann läuft in die Directories rein, aber Feind bin Stern macht mehr oder weniger ein Echo. Man sieht hier oben, das sind alles Dateien und alles, was da auf der Kommandozeile als Pfad ist, wird dann angeguckt. Ah, es ist eine Datei, ich muss nicht mehr rein, aber genügt allen Anforderungen, passt. Also diesen Feind auf hätte man vielleicht so aufrufen nicht unbedingt erwartet. Aber ich kann auch hier noch sagen, mach die alle mal, aber bloß die mit M-Time bis, was weiß ich, 100 Tage. Ja, gibt ein paar Dateien, die relativ neu sind. Ja, jetzt wirklich die. Und alles, was drunter wäre auch, das kann man dann machen. Man Feind. Aber das ist wirklich ein Problem. Das hat jetzt vorher mal ganz subtil getan, weil ich da halt immer so ganz frech Standpunkt 10 geschrieben habe und keine Dateien da waren. Keine Dateien da waren. War ich im richtigen Verzeichnis, ja. Und wenn es eine Datei ist, dann ging es eben subtil schief, aber es läuft noch. Wenn zwei Dateien sind, dann kommt eine gruselig schlechte Fehlermeldung, die einem auch nicht richtig weiterhilft. S3 ist your friend, da sieht man wenigstens, was aufgerufen wird und dann fällt vielleicht der Groschen. So wollte ich es ja noch gar nicht haben. Und Feind kann nicht richtig damit umgehen, dass da hinten die Wildcard Expansion schon passiert ist. Das ist also, muss wirklich in dem Fall so sein. Ist halt einfach ein gruseliges Unix-Tool an der Stelle. Ist total toll, aber die Syntax ist mit Überraschungen gespickt. Kommentar war. Dass Feind ganz viele Probleme hat mit langen Kommandozeilen und sowas.
Und lange Kommandozeilen, Space und so was. Ja, man muss, also Space und so was, ja, man muss es halt richtig gequotet haben, dann tut es auch wieder richtig. Das ist das gleiche wie mit LS-L, wenn da Leerzeichen in so Dateinamen drin sind, haben wir vorher gesehen, müssen die jetzt drin sein. Das mit der Kommandozeile 4K stimmt nicht ganz. Also wenn es Linux-mäßig, also ja, Legacy Unix sollte man unter 4 oder mindestens 10 Kilobyte bleiben. Die Linux-Kommandozeile darf bis 2 Megabyte defaultmäßig groß werden. Stack-Size Viertel, die Stack-Size kann man dann immer angucken. U-Limit minus A. In der Shell kann man so alle möglichen Limits gucken und auch setzen. Und irgendwo gibt es eine Stack-Size, die jetzt defaultmäßig 8 Megabyte groß ist. Eine Viertel-Stack-Size ist die maximale Kommandozeilenlänge. Das und also manche alten Unix sind nur 10K, aber das klappt relativ gut. Und wenn ich größere Kommandozeilen habe, dann gehe ich her, mache meine Stack-Size größer, so viel ich Speicher habe. Das heißt, und dann kann man wirklich lange Kommandozeilen machen. Aber ich musste letztes Jahr ganz schmerzlich lernen, das ist zwar richtig für die gesamte Länge der Kommandozeile, es ist nicht richtig für ein einzelnes, wir haben das vorhin mit dem Echo und dann Hallo St. Augustin, diese drei Parameter, ein einzelnes Kommandozeilenargument ist längenbegrenzt. Und das sind 128 Kilobyte. Im Kernel hart verdrahtet auf 32 Pages A, Page Size, bei den meisten Linux-Kernel 4 Kilobyte. Und mehr wie 32 Pages für einen einzelnen Dateinamen geht nicht. Ganz doof. Also Dateinamen mit 32K Länge lasse ich ja noch mit mir diskutieren. Bei mir war es ein kleiner SED-Ausdruck, also der kleine reguläre Ausdruck für SED. Und der ist automatisch generiert worden. Ich habe den nicht getippt, aber der wird automatisch generiert. Und der ist dann irgendwann mal größer wie 32 Kilobyte geworden. Ich habe lange gesucht. Warum denn SED? Warum ist die Kommandozeile zu lang? Ich gucke nach, das waren 300 Kilobyte. Und dann geguckt, und die Fehlermeldung war auch noch SED irgendwas. Warum sagt mir SED das? Bis ich dann aber gemerkt habe, nein, die Shell sagt mir für den SED-Aufruf, weil SED irgendwas. Normalerweise ist die Fehlermeldung immer da vorne das Programm, und wenn ich so weit bin, dann sagt mir eigentlich wirklich, jetzt sagt mir wirklich SED Fu, das Kommandozeugs, die regulären Ausdrücke kenne ich nicht. Das ist keine SED-Syntax. In dem Fall hat mir aber Bash gesagt, für den SED-Aufruf, die Kommandozeile ist zu lang. Und dachte ich, warum sagt mir SED das? Bis ich dann wirklich mit S3s auch gesehen habe, der Exec-Call geht schief und der Exec sagt, Argument ist zu lang, obwohl die bloß 300 Kilobyte waren. Und habe dann im Kernel gefunden, ja, da gibt es noch mehr Limits. Und wenn man dann mal weiß, wo das ist und sowas, dann hilft einem spätestens bei der Fehlermeldung auch Google weiter und sagt, ja, die Kernel-Developer wissen das auch. Und der Linus Torvald hat vor vielen Jahren, wo das dann schon mal irgendwie hochkam auf der Kernel-Liste, gesagt, 32 Kilobyte Argument Size Limit is enough for everyone. Geschichte wiederholt sich. Ich habe es auch überlegt, der Kommentar ist, es gibt Leute, die patchen können. Habe ich mir dann ernsthaft überlegt, weil das von Embedded Controller ist, wo ganz viele Leute, aber dann kommt wieder ein neuer Update und irgendwie und dann geht es wieder subtil schief und es ist total blöd. Man kann das dann auch anders machen, es muss nicht wirklich so sein. Da habe ich erst über meine SED-Instruktion nachgedacht und dachte, ich kann das intelligent anders machen. Habe das subtil verändert und statt einer Sekunde Execution Time waren es dann 4,5 Minuten. Wobei ich gehofft habe, dass, weil das einfacher war, die zweite Variante, das müsste eigentlich, ich hatte gehofft, das geht schneller wie die eine Sekunde, die mich schon genervt hat. Das war dann irgendwie eine ganz blöde Idee und dann, man kann dann erstmal die Expression in eine Datei reinschreiben und dann sagen, SED, machen wir die Datei mit den Kommandos. Dann liegen immer Mülldateien rum, das, aber es geht auch ohne Dateien. Nächster Shell-Workshop. Aber ja, also die Kommandozeilenargumente sind zu lang und wenn die dann mal zuschlagen, dann sieht man die in diesem Exec-Aufruf. Da kommt dann hinten E too big, E 2 big, dann sieht man zumindest, ja, es ist zu lang, aber wenn ich weiß, es sind nur 300 Kilobyte und der Harald hat immer gesagt, 2 Megabyte Limit, da muss man dann Kernel-Code lesen und das ist einfach, weil man sucht durch den ganzen Kernel durch, wo wird Return E 2 big? Man findet das wirklich schnell. Das passiert nicht so vielen Stellen und man weiß irgendwo, wo der Exec ist und es ist ganz schnell, es gibt zwei Stellen, wo er E2Big sagt und einmal guckt er halt, sind es mehr wie 2 Meg und dann guckt er halt noch, sind es mehr wie 32 Pages. Aber auch da war S3 wirklich hilfreich. Ja? Ich habe dann wirklich gesehen und dann wusste ich, mein Shell-Skript kann an dieser, das war halt so SED, Backquote, mach mal was Geniales und dann sieht es halt anders aus. Find hatten wir gerade mal. Cut, Pipe, da wollen wir nicht hin. Oh. Weg.
So kann man richtig schöne, viele Sachen spielen. Was können wir noch Schönes treiben mit S3s und Shell? Da hatte ich es gestern schon mal ein bisschen. Der Kommentar war die Bash-History-Funktion und alle diese Sachen. Ja, ich kann es jetzt zeigen. Das Problem ist, das hat mit dem S3 so gar nichts zu tun, weil es gibt in der Bash aus alter C-Shell-Tradition, aus den Shells, die noch keine Cursor-Tasten hatten, weil Cursor-Tasten ist neumodisches Zeug. Gab es ja auf dem Fernschreiber nicht. Ja. Im Fernschreiber hat immer getippt. Konnte man nicht mit dem Cursor hoch und Zeug wegkratzen und löschen. Gab es alles nicht damals. Wir hatten ja keine Cursor-Tasten. Aber man konnte schon immer sagen, Ausrufezeichen, das letzte Echo-Kommando zum Beispiel hat die C-Shell reingebracht. Führen wir das letzte Echo-Kommando nochmal aus. Ach, das war $Path. Heutzutage macht man das bis Ctrl-R, Reverse-Search, irgendwas, ich will irgendwas mit Path haben. Und dann kann man das Ausrufezeichen-Kommando und da gibt es noch drei schöne andere Varianten, was ich sehr gerne nutze, wenn man Copy von A nach B irgendwie gemacht hat. Gab es jetzt nicht, egal. Aber man, das Copy kriegt irgendwas und sagt dann da drin, wenn man jetzt den ganz S3 ist, Open A und dann beschwert er sich, geht nicht. Aber jetzt habe ich halt das als Kommando und jetzt kann man sagen, Ausrufezeichen Dollar sind von der letzten Zeile alle Argumente, so ähnlich wie man Dollar Stern macht in der Shell, Echo Dollar Stern sind, wenn man in der Shell dann Dollar Stern sind, alle Argumente, wenn man den in den Shell-Skript was anfangen möchte. Und Ausrufezeichen Stern ist jetzt von der letzten Zeile alle Argumente. Was einfach mal nützlich sein kann, wofür soll ich gleich noch? Und das zweite davon ist Ausrufezeichen Dollar, von der letzten Seite das letzte Argument, nur so wie, ja, nee, so wie Dollar, wollte ich sagen, das ist Dollar hier? Ich habe, das könnte vielleicht die ganze Zeit sein. Dollar, interne Variablen gibt es furchtbar viele, die, das macht irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ah, okay, neumodische. Ja, das eine ist eine History-Funktion und was dort, das ist eine Shell-Variable, die wird, History ist jetzt wirklich auf der Kommandozeile. Wenn ich in einem Shell-Skript Dollar Ausrufezeichen schreiben würde, dann würde es entweder gar nicht tun, aber zumindest nicht von der letzten Shell-Skript-Zeile irgendwas machen. Ja? Also das History, diese Ausrufezeichen, also das ist wirklich Kommandozeilen-only. Aber da ist es total nützlich. Also jetzt einfach, wenn das, ich habe da mein Copy irgendwie gemacht, was ich ganz gerne mache, und dann mache ich, was weiß ich jetzt, zum Beispiel Edit. Da ist ein Alias irgendwie. Ausrufezeichen, ich habe das nach woanders hin kopiert oder gemoved, dann brauche ich nur Ausrufezeichen Dollar, die Destination, mit der möchte ich jetzt was machen. Entweder wieder löschen, ach nein, da wollte ich es nicht haben, editieren, whatever, Acrobat wieder starten, sucht euch mal, kompilieren, ja? Die Alternative zur Ausrufezeichen Dollar wäre ja Escape-Punkt, wird hier gesagt. Mag sein. Aber warum brauche ich zwei? Escape-Punkt führt es dann, wenn überhaupt, sofort aus. Escape-Punkt, mal testen. Aha, scheint zu klappen. Aber schon wieder was Neues. Ich habe das andere doch schon erst vor 30 Jahren gelernt. Der feine Unterschied ist, wo ich aber jetzt nicht wirklich hinkomme. Ich wollte gerade sagen, das Escape ist, kann auch toll sein. Dann sehe ich schon, was passiert und die gruselige Erfahrung. Gibt es auch was für alle wieder herholen, wenn man schon Escape-Punkt hat, für Escape-Stern? Ja, das ist es halt wieder, so halblebig implementiert. Also es ist klasse, dass man sieht, was geht. Wo ich gerne hin wollte, aber was genauso nicht geklappt hat, ist, wenn ich jetzt mit dem Cursor wieder nach oben gehe, dass ich dieses Ausrufezeichen Dollar nochmal kriege. Aber auch in der History wurde das schon ersetzt. Ja. Also auch wenn ich jetzt hier Escape, also nochmal, ich mache jetzt hier Echo, dann brauche ich nicht immer meinen Editor, Ausrufezeichen, irgendwas. Und wenn ich wieder hochgehe, dann steht auch da schon das A und sowas drin. Also auch da ist in der History ersetzt, was auch irgendwie sinnvoll ist, weil haben wir gestern, es gibt so ein Kommando History, wo man sich einfach alles anzeigen lassen kann, was getippt ist. Und in Zeile 731 steht ein Stern, den ich noch nie gesehen habe. Das ging vielleicht schief. Copy, da ist eine Fehlermeldung. Vielleicht möchte man sagen, ich habe keine Ahnung. Ne? False. Das ist irgendwas anderes. Ach, da war das mit dem Ausrufezeichen Escape-Punkt? Sehr erstaunlich. Kann man in der Manpage nachlesen. Warum ich gerade ein bisschen am Zögern war mit der History ist natürlich, ich sehe, da wird nichts nach außen ausgeführt. Ja, das ist wieder überhaupt kein schönes Beispiel für meinen S3s, außer ich tue die ganze Bash S3s. Und da kann ich noch gucken, wo kommt die History her. Wenn ich alle System Calls von dem Bash angucken würde, zumindest Dateien öffnen,
gestern, also mit History kann man schöne Sachen machen. Er merkt sich das dann auch, wenn man die Shell verlässt. Bei der Bash in der Datei .bash History. Wenn man so einen Shell-Workshop macht, dann braucht man bloß die History-Kommandos aufrufen und kann die dann statt Folien irgendwie hier dann mal noch auf der Webseite ablegen. Wo dann eben die Frage aufkam, wann wird es denn abgespeichert und eingelesen und solche Sachen, kläre ich dann natürlich wieder im S3. Ich würde dann zum Beispiel, man kann der Bash irgendwie sagen, dass jedes Mal, wenn ich was tippe, sofort abgespeichert wird. Im Normalfall wird nur gespeichert, wenn ich einen Exit mache, wenn ich meine Shell verlasse. Dann wird abgespeichert. Da war so das Problem, dass jemand mal schon aufgefallen, der auch so Histories gern hat. Man hat zwei Terminals offen, schließt das eine Terminal, hat da was Wichtiges gemacht, geht raus, schließt ein zweites Terminal, dann macht man neues auf und findet die wichtigen Sachen, die man am ersten macht, gar nicht wieder. Wobei da dann eben der Effekt ist, das erste Terminal mit den wichtigen Sachen wird geschlossen, es speichert die History ab. Von dem das zweite Terminal ja nichts weiß, das ist das Terminal für die unwichtigen Sachen gewesen. Wenn man das schließt, tut der seine History drüber schreiben. Dann werden die unwichtige History überschreibt die wichtige und dann ist halt weg. Und deswegen gibt es da so einen Modus, dass jede Bash, jede Zeile sofort hinten an die History anhängt. Dann kann man in dem Terminal was tippen und jedem und jede Zeile geht sofort rein. Ob man das dann immer haben möchte, dass von verschiedenen Verzeichnissen, Projektteilen, ich mache hier, was weiß ich, Code für Kunde 1, dort Code für Kunde 2 im Terminal und dass die sich dann wieder mischen. Das gibt dann ein ziemliches Durcheinander. Muss man, aber so hatten wir gestern so Sachen im Workshop und man würde zumindest mit dem S3 auf die komplette Bash auf den Prozess sehen, wann er schreibt, wie er schreibt. Allgemein zur History ist mein, was ich sehr oft und viel mache, Beispiel für, wenn ich dann irgendwo in so einem Verzeichnis war, mein Workshop auch immer, ich gehe ganz, ganz oft her und sage am Schluss History. Die History-Dateien fangen immer mit einem großen H an und haben kurze Namen, also das ist meine erste History und wenn ich dann nochmal komme, dann mache ich Tab, oh, gibt nur eine, dann sage ich History 2 und dann sage ich, es gibt schon und dann irgendwann ist es die History Nummer 13 und wenn ich halt später wieder in mein Verzeichnis reinkomme, sehe ich, hier habe ich die und den kann ich wirklich nachlesen. Ja, und hier wieder ein Backslash hin, damit er das Fragezeichen. Ja, da liegen ganz viele H1, 2, 3, 4, 5, 9, irgendwas, wo ich dann halt wirklich nachgucken kann, auch nach Jahren wieder für irgendwie Tech-Zeugs. Wie habe ich denn das getippt? Wie war das letzte magische Kommando für irgendwas? Das ist, ich teche ein Buch und gucke dann irgendwas Wichtiges nach drin. Ja, das ist also, hier wird noch so ein bisschen, das wäre auch ein schöner Vortrag. Ja, das ist, den Vortrag wird es irgendwann bei einer Tech-Tagung geben, warum man mit LaTeX keine schönen Fotobücher machen kann. Da kann man so die Antwort ungefähr nachlesen. Oder wie man es doch kann. Also dieses Buch ist dann mit LaTeX entstanden, mit sehr viel Schweiß und Nächten ohne Schlaf und sowas, aber das ist ein Tech-Thema. Schöne kleine Kommandozeile, die ganz lustige Sachen machen, aber damit wir tiefer in Tech einsteigen. Aber das finde ich extrem praktisch, dass man immer da, wo man ist, hurra, jetzt läuft das, History abspeichern und auch mehrere davon und wenn man danach eine Woche wieder reinkommt, ich brauche das gleiche Kommando wieder, weil ich möchte meine Log-Files aufrufen, dann gucke ich in dem History-File nach. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und immer wieder merke, hey, ich gehe da jedes Mal wieder ins Verzeichnis rein und gucke da jedes Mal in der History nach, dann macht mir aus der History geschützt eine Datei machsmal.sh und wenn ich da wieder reinkomme, dann liegt da schon ein machsmal.sh oder auch ein Make-File, das aufruft, dann braucht man bloß noch Make sagen. Wenn man Make-File in einem Verzeichnis sagt, dann, da kann man ja mal Make sagen oder vielleicht auch, wie man das schreibt. Da hatte ich gestern was, da war dann so eine Frage, da ging es ums Tanken und am Schluss habe ich irgendwie, da sind meine Tankstellenladen und dann sagt man halt Make-Plot, was macht denn Make-Plot um alles in der Welt, macht dann irgendeinen komischen Plot mit Tankstellenladen, hätte er gestern da sein müssen, aber einfach die Message dafür, am Schluss habe ich mir halt ein kleines Make-File gemacht, dann ja, der kann ein paar Kommandos, was irgendwie wichtig ist und der Default steht oben, Vortrag zu Make. Wenn man nur Make sagt, dann macht er immer das oberste, was er, dann macht er ein Update, schickt irgendwas auf den Server und holt was und mit Push kann ich es nur auf den Server schicken und dann kann ich halt irgendeinen Plot machen, den ich mir ausgewählt habe, dann gibt es Plot 1, 2, 3, 4. Finde ich total praktisch, mach mal dies, mach mal jenes, so bei den C-Programmierern ist immer Make Clean, Make irgendwas, Make Install und so. Das kann ich mir für ganz andere Dinge auch machen, ja. Und kann mir für diesen Arbeitsablauf in dem Verzeichnis, ich habe noch Zeit, hervorragend. So Zeugs machen. Wie es genau geht, ja, wir sind jetzt ziemlich weit weggekommen von S3 gerade, aber man sieht, wie Make aufgerufen wird. Das ist total toll, wenn ich jetzt hier nämlich Make sage. Ups. Ah, so.
dann sieht man, Make hat keine Parameter und macht dann komische Sachen mit Async und ist unglücklich, dass es mein, dass es mein Server findet, ich habe ein Netz. Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt hier anfange zu tippen, ihr seht, Das ist das Schöne an S3s, wenn man jetzt hier Read and Write gehabt hätte. Hallo? Geht doch. Und jetzt holt er die Tankstellendaten von den letzten Nächten und sowas rum. Das wollen wir jetzt auch nicht alles ab. Oh, das geht schnell. Das geht jetzt länger. Wie? Jetzt weiß ich wieder, was der Sprit bei mir daheim gerade kostet. Was kann man noch Schönes lernen von der Shell? Also die Gänsefüßchen und sowas, also Shell lernen muss man wirklich interaktiv und so, dafür gibt es ja Workshops und einfach hinsitzt, vielleicht überhaupt Shell, da kam gestern noch eine sehr schöne Frage dann, wie lernt man denn die Shell, außer mit S3s zugucken und sowas und sich hinstellen, was liest man da? Vortrag, und einmal gibt es ein, glaube ich, also es gibt eine tolle Mann-Page und das reicht eigentlich, wenn man das dann 10 Jahre lang übt, es gibt ein Oreli-Buch, das auch, glaube ich, wirklich klasse ist. Also die erste Auflage habe ich auch mal noch reingeguckt und gelesen. Ich lese nicht immer alles neu und wäre gut, weil die Bash kann viel Neues und auch in jeder Version und 4 und 4.2, 4.3 kommen tolle Sachen dazu, die man gerne haben möchte. Aber solange man sie nicht braucht, nutzt man sie auch nicht. Und wenn man sie braucht, findet man sie. Wenn man weiß, dass es sowas gibt, dann in der Man-Page. Deswegen lohnt sich es ab und zu mal, Man-Pages oder Release-Notes zu lesen. Einfach sehen, was kommt in, mindestens die Release-Notes, was kommt in der neuen Version an tollen Features dazu. Da sind jetzt Socket-Sachen drin, das heißt, ich kann mein ganzes Netzwerk sauber mit der Bash schreiben, ich brauche keinen Apache mehr und. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wo es mal wirklich praktisch war. Wir haben eine Netcat gebraucht auf Kundenrechnern, um was zu erreichen. Und wenn kein Netcat installiert ist, ist das problematisch. Und so ein Primitiv-Netcat kann man da mal kurz mit der Bash schreiben. Ja, dann habe ich wirklich ein Socket für rein und raus und irgendwie eine Schleife machen. So Kleinkram geht dann vielleicht schon auch mal. Also immer mit so Shell-Skripten, Skriptlösungen im Allgemeinen, auch wenn es Python und Perl ist, gibt es immer irgendwo ein Limit, wo man sagen muss, das ist vielleicht doch nicht das richtige Tool. Das Limit ist bei Bash sicher noch kleiner wie bei Python und Perl. Und ich habe auch schon Python-Projekte gesehen, wo man sich am Schluss gewünscht hätte, es wäre nicht Python gewesen. Gibt es einfach. Wo bin ich in A? Dann war irgendwie, was liest man noch Schönes? Und da gibt es ein PDF für. Beim Workshop das Einzige. Man findet es auf dem Netz, man findet es in der History vom Workshop von gestern. Das nennt sich Bash Guide. Gestern ist mir das eingefallen, jetzt könnte ich ja nachgucken, ich habe es schon rumliegen. Bash Guide irgendwas. Das ist eine der ersten und man schreibt noch PDF dazu und dann findet man es noch besser. Ich hatte auch gerade ein Netz. Wir warten für Google. Das ist jetzt blöd. Dann gucken wir einfach das PDF an. Wo ist Terminal? Da ist das Terminal. Dann gucken wir halt das Advanced Bash Scripting. Also wenn man Bash-Scripting oder Bash-Guide-PDF, Bash-Guide-PDF findet es auch, wenn Google mal wieder da ist. Das sind inzwischen über 900 Seiten mit vielen, vielen, vielen Beispielen. Das gibt es auch als HTML, man muss es nicht so runterladen, aber ich bin viel offline. Gibt es als Webseite und sowas, wo halt in vielen Kapiteln, ich möchte, irgendwo steht dann auch mal was über Sockets, sonst irgendwas, Restricted Shell, keine Ahnung, wenn man was über Arrays mit Beispielen. Die letzte Version, die ich runtergeladen habe, ich gestern festgestellt, war vor 2009. Und lange Zeit davor habe ich es mal irgendwie gelesen, war am Anfang irritiert aus didaktischen Gründen und weil wirklich Bugs drin waren. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt. Also allein das Volumen ist klasse. Und wenn dann immer wieder ein Fehler drin ist, dann sicher nur aus didaktischen Gründen, weil dann lernt man ja noch mehr dazu. Also das ist so das umfangreichste, was mir zu Bash einfällt, da kann man immer was draus lernen. Und sonst natürlich alle, wer noch ein gutes altes Linux hat, das soll sich das aufheben, wo es noch Boot und Login-Skripte und sowas gab. In diesem neumodischen Zeit kann man ja nichts mehr über Skripte lernen, weil ja alles halt System-D und Upstart und sonst was ist, wo niemand so richtig weiß, was es zu bedeuten hat. Also ich habe wirklich viel einfach durch Systemgeraffel auch, warum tut mein Rechner nicht booten, warum geht dieses nicht und all diese Sachen.
Genau wie Programmieren, man lernt durch Fremdencode und solche Sachen, man lernt durch Fehler, so ist es bei der Bash auch. Aber dieses Advanced Scripting-Dingens ist, glaube ich, schon eine Quelle für ganz, ganz viel Zeugs. Ja, also noch Fragen, Ideen, Anregungen? Irgendwas, was ich ganz wichtig vergessen habe, das mag durchaus sein, weil, wie gesagt, das kein so ganz durchgeplanter Vortrag ist. Alle glücklich, zufrieden oder nur hungrig? Entschlafen? Dann ganz neu, dann hören wir einfach 10 Minuten früher auf. Ich wünsche euch einen guten Appetit.